der rosa Zeigogene Wald. Doch der wurde Opfer eines Verbrechens. Der bekam einen Stein auf dem Kopf. Und der Rucksack Heiko wurde bewusstlos. Der Schwerverbrecher ging zu dem Rucksack Heiko hin. Der Verbrecher brachte den Rucksack in einen Keller. Und dort in den Keller gab er den Rucksack Heiko Schmortul. Heiko, der Schwerverbrecher, der gibt den Rucksack Heiko Schmortul. Der Schwerverbrecher, der entführt den Rucksack Heiko. Der Schwerverbrecher, der bringt den Rucksack Heiko in einen Keller. Und in diesem Keller, der Schwerverbrecher den Rucksack Heiko Schmortul. Der Rucksack Heiko will den Schmortul nicht essen. Und deswegen haut der Schwerverbrecher den Rucksack Heiko ein auf Maul. Auf Maul. Der Rucksack Heiko blieb lange in den Keller. Doch der Rucksack Heiko, der konnte sich befreien. Der hat den Schwerverbrecher auf Maul gehauen. Und jetzt ist der Rucksack Heiko wieder frei.